Hallo und willkommen zurück bei Valheim. Ah, guck mal, wie schön das Licht hier auch so durchscheint, ne? Fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Toll, schöner kleiner Lichtschacht. Ja, willkommen zurück. Ich begrüße euch. Ist unfassbar, ne? Ich habe das Ding da letzte Folge erst hingestellt und gerade dachte ich, warum steht da und da einer? Bisher dachte ich immer nur, da steht einer, wenn ich draußen vorbei bin und ich habe hier reingeschaut. Na, du? Jetzt denke ich, hier stehen zwei rum. Eigentlich müsste ich die doch Richtung Bett stellen. Aber die sind ein bisschen vornehmer als wir, ne? Als ihr, die ihr euch da hinsetzt auf die Tribüne. So, wir sind dabei, uns vorzubereiten, um mal wieder einen kleinen Abstecher ins Sumpfland zu machen. Das haben wir letzte Folge noch gebaut. Da können wir ein bisschen mehr Food, wie heißt es, Essen aufhängen. Da wird die sehr gesunde Mischung zubereitet. Und im anderen Fermentierer noch die Giftwiderstandstränke, die brauchen wir. Und einer von euch hatte eine ganz hervorragende Idee. Moment. Gefahrenverzug oder was war das? Ne, okay. Einer von euch hatte eine ganz fantastische Idee. Bin ich sofort drauf angesprungen und dachte, ja, wieso eigentlich nicht? Wir hatten uns ja in der letzten Folge, sind wir zurückgekommen, auch mit unserem neuen Schiff. Das ist übrigens, habt ihr mir jetzt schon zweimal geschrieben, unter anderen Folgen und ich glaube auch unter der letzten nochmal. Jedenfalls hatte sich so ein bisschen überschnitten, weil ich nochmal gefragt hatte, ob das nun das größte ist oder ob es noch ein größeres Schiff gibt. Haben sie gesagt, nee, das ist das größte. Ah! Wo denn? Mist, so tief kann ich gar nicht schießen. Jetzt hau ich mir selber ein Schiff. So. Reparieren wir es mal wieder. Und jedenfalls, ich weiß ja, also wo die Nixe jetzt schon wieder herkommt, ich weiß es nicht. Wo sollen die denn hier spawnen? Hier ist doch alles voll mit Werkbänke. Da drüben vielleicht noch. Das könnte natürlich sein. Ich meine, da steht eine, hier steht eine, davon zwei. So viel Platz hätten die hier gar nicht mehr zum Spawnen. Jedenfalls, einer von euch meinte, naja, die kleine Insel davon ist doch perfekt für einen Leuchtturm. Finde ich auch. Das, was dort natürlich wieder enorm stört, ist die Natur? Hatte ich nicht hier irgendwo? Hier vorne hatte ich doch eine Tür gebaut, genau. Ja. Ah ja, hier sind ein paar draufgegangen. So gehört sich das. Komm mal her, ich nehme mal dein Loot mit. Und hier lag auch noch irgendwo was rum. Zack. Tja, vielleicht sollte ich hier auch noch mal... Na gut, wenn ich hier Werkbänke hinbaue, dann das wird nicht so viel Sinn ergeben. Die Gegner werden dann früher oder später trotzdem dahin gehen und die kaputt machen. Wir können ja mal gucken. Die hier haben so ein bisschen gelitten teilweise. Okay, das eine nur. Der Rest geht eigentlich. Gut. Was waren denn eigentlich unsere Schweinchen? Da würde ich auch mal wieder vorbeischauen. Wir müssten jetzt eigentlich nur warten, bis die beiden Getränkemischungen, die Metmischung fertig werden. Da können wir nochmal ins Sumpfland. Wir haben ja... Ach, hatte ich das noch gar nicht markiert? Unsere Sumpfland 2 Portale. Da muss ich mal schnell hinschauen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf. Genau, das steht hier einfach so mitten im Weg rum, ohne. Ja. Ich hab's gleich. So.
Das heißt aber Sumpfland. Gut. Tja. Ist es noch gesund? Gesund ist es auch. Sehr gut. Genau. Dann könnten wir auch hier nochmal so ein bisschen hin. Okay. Ne gut, das passt ja dann erstmal noch. Und wir könnten bei uns im Gebirge nochmal schauen, ob wir nochmal irgendwie an 4 Wolfspelze rankommen. Das wirkt wirklich sehr klein hier, ne, im Vergleich zur Pyramide. Edelholz haben wir leider auch gar nicht mehr. Wir könnten da von mir aus gerne nochmal ein bisschen was anbauen, wenn wir denn noch... Hier, 7 Birkensamen haben wir. Achso, ich habe sogar noch 4 mal Fleisch. Ja, die Truhen haben wir noch nicht in der neuen Küche, deswegen müssen wir es hier erstmal noch. Platzieren. Und das brauche ich dann auch. So. Gut. Ja, wir hatten ja festgestellt, dass wir fürs Aufwerten gar nicht so viel Eisen brauchen. Also 5 und dann gerade mal 10. Und das lohnt sich dann schon. Und ich würde es gern tatsächlich im Gebirge vielleicht einfach mal testen, wie viel mehr wir unter Umständen schon aushalten. Wir gehen aber erstmal schlafen. Denn wenn wir noch mal ein bisschen an Wolfspelz rankommen, können wir noch mal 1, 2 neue Sachen bauen. Neues, schönes, großes Doppelbett. Und das war noch was anderes. Was war das denn noch? Morgen, ja, 18 Minuten, sehr schön. Das war das Doppelbett. Diesen Rabenthron, das würde so gehen. Das hier, das Drachenbett, genau das meinte ich. Und irgendwas, was noch... Auch die Schmiedeverbesserung müssen wir dann noch bauen. Aber das würde ich erst bauen, wenn wir die Schmiede umgebaut haben. Und ich meine, irgendwas anderes hätte ich noch mit. Oder vielleicht war es das auch. Vielleicht auch nur das neue große Drachenbett. Oh, das wird ein Teil, ey. Geil, freue ich mich drauf. Schönes großes Bett, da brauche ich nicht die 2 einzelnen, sondern habe ein großes da stehen. Finde ich dann sogar ein bisschen entspannter. So, ich nehme da mal eine Mischung. Und Truhen, ja gut, ich würde auch gerne die großen Truhen schon das nächste Mal bauen, gar nicht erst mit den kleinen anfangen. Ach guck mal hier, das hier ist fertig. Dann ploppen wir alle raus. Sehr gut. Pack die erstmal hier rein. Und dann gucken wir uns mal unsere Schweinchen an. Was die so machen. Dann pflanze ich die Birken da draußen noch irgendwo. Moin. Hey, Basson. Wildschwein. Du bist bald dran. Nochmal. Kommentare, Chat und Ed von Speck. So, hier kloppt euch drum. Könnt ihr noch mal ein paar Karotten futtern. Wir haben auch noch viele Samen da. Überhaupt Karotten an sich sind ein bisschen Mangelware. Da haben wir nicht so enorm viel mehr. Also, so, was haben wir noch? 10 oder so? 6 nur noch, ja, seht ihr? Bauen wir noch mal ein paar Karotten an. Moment. Habe ich jetzt die Samen nicht mitgenommen? Ich habe nur die Karotten mitgenommen, oder? Doch, ich habe sie in der anderen Kiste nach unten gezogen. Ich wollte gerade sagen, Moment, hier ist was verkehrt. So, auch das wieder falsch. Das hier brauchen wir und das hier. So. 3, 4. So, 6 passen da immer ungefähr daneben.
Ihr meintet auch, es gibt eine, da wollte ich mich mal noch informieren, noch eine Leiter-Mod, die zwar schon 2 Jahre alt ist, aber die Leitern deutlich besser, oder die Treppen, deutlich besser funktionieren als diese Standard-Treppen, die hier dabei sind, die ja echt fürchterlich sind. Und die funktioniert wohl noch, da muss ich mal gucken, dass ich die mal installiere und das mal teste. So, einmal Karotten für uns und auch immer mal noch für die Schweinchen, dass wir die vermehren können. Und dann hat mal jemand probiert, wie viele Schweinchen man maximal gleichzeitig haben kann? Also so 20, 30, 50, 100. Passt es noch? Ich weiß nicht, ob ich hier in die Ecke noch welche bekomme. Ich probiere es mal. So, wunderbar. Dann noch die Birken. Ah, unser schönes, neues, großes Gelände. Sehr gut. Die könnte ich eigentlich, glaube ich, mal hier in die Erde. So. Das hätten wir auch erledigt und dann können wir noch mal einen Abstecher ins Gebirge machen. Na, habt ihr euch noch mal vermehrt? Ihr meintet ja, die brauchen ja nur Nahrung, wenn die sich vermehren sollen. Kommt, hier habt ihr noch mal ein paar. Macht noch mal ein paar kleine Babyschweinchen, ein paar Ferkel. Ach, hungrig. So. Also Wildschweinzucht ist schon eine geile Sache. Aber wie würde man denn diese großen Tiere aus der Ebene, die mir da neulich schon mal begegnet sind, wie könnte ich die denn nach Hause locken? Das würde mich mal interessieren. Denn die sind ja so groß, kann ich die irgendwie aufs Schiff ziehen? Oder muss ich Glück haben, dass die draufbleiben, wenn ich die nach Hause fahre? Oder wie läuft das? Blaubeere, einmal Karotte. So, dann machen wir den nochmal. Ich wollte aber eigentlich, wo ist denn das hier? Ah ja, auch Karotte. Na gut, die bekommen wir ja bald wieder. Und dann können wir uns mal im Gebirge umschauen. Wir hatten ja da in der Nähe auch irgendwo. Hier. Da ist das Portal. Genau. Genau am Fuße des kleinen Berges. Ich halte mal die Augen offen. Vielleicht seht ihr auch was. Ihr wisst ja, wie das hier wohl teilweise aussieht, was man noch mitnehmen kann. Moment. Ach so, wir sind auf der Seite. Naja, stimmt. Jetzt hatte ich gerade kurz überlegt. Ich dachte, wir kommen hier drüben raus beim Portalgebirge. Warum ist denn das hier? Ach, ich hatte es. Ach so, ich hatte es nochmal umgestellt, aber nicht. Ach so. So, dann passt das auch. Knabbern wir das mal noch rein, dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Lebensenergie. Achso, den Kälteschutztrank habe ich jetzt natürlich nicht mehr, echt blöd, Mann. Ah, Moment, da waren aber noch welche zu Hause. Die hätte ich ja fast vergessen, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Moment, besorgen wir noch schnell. Ja, sorry, müssen wir noch mal zurück. Und dann noch mal zurück. Da waren, glaube ich, noch welche da. Das wäre jetzt peinlich, wenn da keine wären. Ey Leute, ich habe gerade eine richtig gute Idee. Halt, hier drüben. Pass auf.
Ja, keine Ahnung. So. Schubst mir schon mal einen rein. Und zwar die Idee lautet, wir könnten ja, bevor wir mit dem Schiff zum Sumpfland fahren, baue ich mir eine Kiste ans Portal im Sumpfland und dann schleppe ich erstmal vielleicht auch noch ein bisschen drumherum, dass die ein bisschen geschützt ist und dann sammle ich erstmal den Eisenschrott, platziere den komplett in der Kiste und dann brauchen wir bloß noch später mit dem Boot ranfahren, das Zeug einladen und können direkt wieder weg. Hahaha. Und dann ist es ein bisschen stressfreier, wenn ich mit dem Boot dort bin. Man könnte sich das Boot auch dort wieder neu spawnen, wenn ich es bei uns zerlege. Da müsste ich mit dem Boot nicht hinfahren. So, jetzt also mal die Augen offen halten, ob hier noch was Neues zu finden ist oder wo dann vor allem auch. Die Wölfe sind, weil die hauen schon ordentlich rein, ne? Ich versuche die dann mal zu blocken, wenn ich es zeitlich irgendwie abgepasst bekomme. Pow! Block. 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 Test. Block. Da unten war ein Skelett. Also drei Wölfe, vier Wölfe oder so waren nach hier oben auch unterwegs, oder nicht? Auch schön, mit den kleinen Schneeflocken, die hier so unterwegs sind. Okay, ja, cool. Stark. Oh ja, Wolfsfleisch. Und Wolfszahn. Das ist neu. Was kann ich denn mit dem Wolfszahn machen? Noch immer scharf. Kann ich dann neue Pfeile mit zusammenbauen oder was? Aber. Moment. Ich hab's doch jaulen gehört. Da oben ist einer. Oh, erwische ich den von hier? Yes! Geil! Wir brauchen, fürs Bett brauchen wir vier, waren das, ne? Ich muss mich nochmal vergewissern, ja. Waren immer vier Wolfspelze? Lieber mal auf Schild und Keule wechseln. Wolfszahn. Hm. Interessant. Oh nein. Nebel im Schneegebirge. Ach, guck an. So ein kleiner Schneesturm, ja? Ist das hier was oder sieht das nur so aus? Ach! Ha! So ein Idiot. War denn hier noch drin? Keine Ahnung. War das jetzt ein Hirsch, was ich gehört habe, oder ein Wolf? Oh, Alter. Oh, erschreck mich nicht so. Es war ein Wolf. Oh, nochmal so ein Wolfszahn. Ja, geil. Wir brauchen noch einen Wolfspelz. Davon ist noch einer. Da, im dichten Schneenebel, im Schneebel. Flupp, weg ist er.
Okay, der hat jetzt echt nicht viel Schaden angerichtet. Ist das schon die Eisenrüstung, die so viel besser jetzt ist, ja? Wo ist er denn? Ach hier. Ja, 4 Wolfspelze. Nice. Sehr gut, dann wäre die Mission schon mal erfüllt. Geil. Yes. Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert, da war ich glaube ich ein bisschen spät. Aber jetzt beim zweiten Mal. Da ist noch einer irgendwo. Ha! Stark! Auch 6-mal Wolfsfleisch. Fantastisch. Also 6 Wölfe. Wäre auch gut, wenn ich die einfach immer mal abfarme. Kommen die jeden Tag neu, die Gegner? Oder muss ich hier eine Woche warten oder 3 Tage? Noch ein Hirsch. Okay, also das macht ja so viel weniger Schaden. Oh. Die lassen wir da mal hängen. Wir haben genügend Bienenstöcke zu Hause. Ich denke, das war's, oder? Könnten wir eigentlich wieder durchs Portal zurück. Mission erfüllt. Dann bräuchten wir nur noch leider 40 Edelholz. 10 Federn haben wir, Hirschfell haben wir, die Eisennägel kriegen wir auch noch zusammengekloppt. Oh. Wolf Nummer 7. Stark. Pro-Gamer. Valheim E-Sportler. Sagt er jetzt und verreckt nachher noch 3-mal im Sumpfland. Ja, und auf der Suche nach der mysteriösen Pflanze im Sumpfland würde ich mich auch gerne nochmal machen. Das hier sieht so ein bisschen aus wie irgendwas Erziges, aber... Naja, keine Ahnung. Hier im Norden, da ist oben noch so ein bisschen Nebel. Eventuell ist hier nochmal irgendwo ein Wolf. 7, okay. Das ist schwierig bei den Wölfen, die Attacke vorauszuahnen. Also die machen ja so einen kurzen Ruck und schon wirst du gebissen. Aber das Fenster jetzt gerade bei dem zum Beispiel hatte ich für mein Gefühl deutlich früher schon zum Block oder zum Parieren angesetzt. Hat auch noch gereicht. Also das Fenster scheint schon nicht so enorm knapp zu sein bei dem Tier. Zumindest beim Wolf. Das ging schon. Guck mal, da ist noch eine Hütte. Oh, Bären, ja. Himbeeren. Ihr meintet auch, was auch eine super Idee ist, warum ich da nicht selber drauf komme. Manchmal weiß ich auch nicht. Das ist so Himbeerspots. Markiert ihr euch auf der Karte. Ich mache es jetzt in dem Fall mal nicht, weil der Arsch weit weg ist. Oh, guck mal, da steht so ein Baum rum. Hier. Den wollte ich zu Hause auch mal bauen. Was ist denn dafür notwendig? Der Maibaum. Okay, 4 Disteln, 4 Löwenzahn, 10 Holz. Wow, das ist ja nix. Hier Wildschweinfleisch nehmen wir mit. Noch eins. Ach ne, ist ein Hirsch. Kriegst du halt den Pfeil ab, mir auch egal. Da hinten ist noch eins. Den müssten wir auch noch bauen. Bringt der auch Gemütlichkeit? Dann könnte ich den auch in die Nähe vom Schlafzimmer setzen. Ah ja.
Top. Nice, 8 schon wieder. 10 brauchen wir, dann könnte ich nochmal eine sehr gesunde Mischung zusammenbrauen. Oh, Gold. Scheiße auf das normale Holz. Da kommen wir eh am schnellsten ran. Da war noch irgendwo ein Wildschwein. Ich glaube hier hinter dem Gebäude. Wo sind wir denn gerade dort? Okay, dann können wir auch zum Portalschrein laufen. Und auf dem Weg dahin vielleicht noch irgendwie ein paar Bären oder sowas mitnehmen. Da. Schonimo. Oh, Wildschwein plus 1. Ihr meintet, weil ich gefragt hatte, wie viele Sterne gibt es denn? Es gibt wohl Sterne, also mit einem Stern und zwei Sternen. Und dann die nächste Steigerung wäre dann, oder sind dann die Elite-Gegner, die wir ja auch schon gesehen haben. Halt. 111. Ich könnte eigentlich ein paar Birken mitnehmen. Wir brauchen sowieso 40 Birkenholz. Und da das Inventar voll ist, nehmen wir jetzt auch nur Birkenholz mit. Und nichts anderes. Das passt ja ganz gut. Also Edelholz in dem Fall. Hier gibt es wenigstens noch Birken. Bei uns auch bald wieder, aber die brauchen noch ein bisschen auswachsen. Boah. So, 24. Sehr gut. Nee, leg doch mal den Schild weg. So. Moment, was ist denn das für ein Altar? Ach, Ecktier ist das nochmal. Der erste Boss. Okay. So, 40 Edelholz brauchen wir, 16 noch. Das sollte kein Problem sein. Da ist noch eines. Gerade nur ein bisschen schwierig zu erkennen im Dunkeln. So, 32. Wenn wir Glück haben, reicht noch ein Baum. Ah. Auf mit dem Scheiß, Junge. Schaman. Da ist noch eine Birke. Nehmen auch direkt den Nebel hier so ein bisschen mit, ne? Also ich laufe jetzt hier nicht strikt zum Schrein, sondern versuche hier den Nebel schon noch ein bisschen mit wegzunehmen, dass wir wenigstens unsere Insel irgendwann mal frei von Nebel bekommen. Wenn schon nicht die ganze Karte sein wird, dann wenigstens unsere Stadtinsel. Ja, ist ja gut. Ach, ein Berserker. Lol, wie wenig Schaden er gemacht hat. Hey. Okay, also die ist schon deutlich besser, nochmal die Eisenrüstung, ne? Wir haben ja auch fast nochmal die Hälfte an Rüstungspunkten zugelegt. Wenn wir die nochmal aufwerten können, jedes Stück 40, jetzt haben wir genau 40 Edelholz. Sehr gut. Dann können wir jetzt auch nach Hause sprinten. Mal ein Holz. Danke. Ach nee, kann er nicht bauen, weil es Inventar voll ist, obwohl er ja das Holz gegen die Fackel dann eigentlich direkt austauschen könnte.
ich hier mal kurz die Lederreste vor mir hin. So, dann machen wir es so. Und wir brauchen ja so oder so noch ein bisschen Edelholz für andere Sachen. Dann können wir auch noch mal ein bisschen großzügig sein, noch was mitnehmen, bis das Inventar voll ist. So, wunderbar, 209, ach so, 50 von 50, ja gut. Na gut, okay, komm, wir gehen nach Hause, reicht für heute. Und dann können wir das neue schöne Bettchen noch bauen. Den Maibaum können wir uns eigentlich auch mal irgendwo hinsetzen, denn der ist ja hier drüben mit drin, bei den Möbeln. Und der müsste ja dann auch eine Gemütlichkeit geben, oder? Halt, niemand nimmt mir das Bett aus dem Hammer raus. Moment, ich wollte gerade eigentlich nur die Axt wegnehmen. Das ist auch schön. Auch Wolfsfleisch. 7 Stück. Gefällt mir. Können wir nochmal da ordentlich was zusammenbrutzeln. Und wenn wir dann... Ach ja, stimmt. Wir brauchten Edelholz für die größeren Truhen, oder? Genau, für die verstärkte Truhe. 10 Edelholz, 2 Eisen. Ist jetzt nicht die Masse. Und da können wir das dann später mal mitbauen. In der neuen Küche vor allem. Dass da mehr Platz ist. Auch in der neuen Schmiede. Ich würde sagen, da besorgen wir uns vorher noch ein bisschen Eisen. Da plündern wir die anderen Krypten noch, die wir gefunden haben. Sammeln das Eisen. Den Eisenschrott. Dann schon mal irgendwo im Sumpfland. Am besten zentral, dass ich von jeder Krypta relativ gleich weit laufen muss. Vielleicht reicht auch das Portal, wo wir vorhin schon mal kurz durch sind. Und erst wenn da der Eisenschrott komplett in den Kisten liegt, am Portal, irgendwo am Strand halt, dass wir dann später nur noch dort anhalten müssen. Oder ich baue unser Schiff hier auseinander, nehme die Materialien mit, gehe durchs Portal, baue es drüben zusammen, hau das Zeug in den Frachtraum und dann geht's nach Hause. Ich denke, so der Plan wäre sogar noch mal ein bisschen besser. Es sei denn, ihr habt noch mal richtig Bock auf ein bisschen musikalische Untermalung, wenn wir da auf dem Weg hin sind. Ich habe jetzt aber keinen Platz mehr im Inventar. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Oh, wieder gedacht, hier steht einer. Dann machen wir das am nächsten Morgen. Dann muss ich das Portal, Inventar sortieren. Und dann holen wir die anderen Sachen noch, die wir noch brauchen, für das neue Bett. Gemütlich 11. So, hier hatte ich schon mal ein bisschen Geld. Das kommt hier hin, dann das Lederzeug da hinten, das da. So, ich kann aber schon mal zumindest das Wolfsfleisch. Oh, wir brauchen vor allem, oh mein Gott, viel Holzkohle. Holz, also Kohle meine ich. Viel Kohle. So, einmal das. Wir brauchten 7 Hirschfell, 10 Federn. Das heißt, wir brauchen da noch... Hatten wir 4 mit? Nee, wir hatten 3 mit. Dann brauchen wir noch 1. So, einmal das. Da können wir 3 zurückpacken. Da haben wir noch ein bisschen was übrig. Na, 10 Federn, ja. Was war es noch? 15 Eisennägel.
Wir haben nur noch 12. Ich kann es nicht bauen. Wir brauchen Eisen. Ah, wie ärgerlich. Verdammt. Oh, nee. Aber wir können dann wenigstens den Maibaum bauen. Bräuchte mal 10 normales Holz. Ich haue mal das Holz hier rein. Halt, wir hatten noch einmal davon was mit. Davon 10. Dann waren es 4 Disteln und 4 mal Löwenzahn. Machen wir es erstmal so. Ja, nee, nee. Hier. So, einmal das, einmal das, einmal das. Das, 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 das. Dann packe ich den Rest mit dem Leder auch erstmal hier hin zurück. Das kommt auch wieder hier rein. Halt. Bevor ich das vergesse. Ding, 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 ding. Gesundheitsmischung können wir dann drüben wieder mitnehmen. Das kommt erstmal hier rein. Hier kann ich leider noch nichts machen aus dem 40 Ausdauer ist auch geil. Roher Fisch, oh, ich möchte so gern angeln mal irgendwie. Aber da fehlt immer noch der Händler. Ja, gut. Da haben wir noch ein bisschen mit. Rest haben wir da noch auch noch ein bisschen was. So. Das da rein. Das hier rein. Ich hab's gleich. Die erstmal hier rein. Da kann ich ruhig die 6 mal mitnehmen. Ah ja, die Wolfszähne. Keine Ahnung, wo ich die reinpacke, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht. Wofür die gut sind. Das sieht aus, die Kiste. Halt. Die Federn wollte ich wieder zurückpacken. Keine Ahnung, ich hau die mal hier mit rein. Weiß ich jetzt auch nicht. So, und das Teil können wir bauen. Sehr schön, dann machen wir das mal. Moment, ich habe eine Idee. Das Teil kommt da oben drauf. Geht das nicht? Oder ist es das Dach, was einfach rot ist? Müsste aber halten, oder? Yes. Gemütlich 12. Hier hat es gerade 12 angezeigt. Ja, da oben war es gerade. Da, gemütlich 12. Ja, geil. Und mit dem Bett vielleicht dann sogar gemütlich 13. Weil mit gemütlich 12 kommen wir auf 19 Minuten. Und mit gemütlich 13 wären das ja 20. Das wäre schön. So, dann haben wir das. Dann haue ich das nochmal rein. Das waren nur noch wenige Sekunden. Und dann halt einmal das Wolfsfleisch. Das brate ich mir mal noch. Und das dürfte doch auch fertig sein. Ja, sehr gut. Da kennst du nicht die grauen Gesundheitsfläschchen aus jedem Rollenspiel. Statt die Dinge rot zu machen, ne? Dann nehmen wir das noch mit. Dann gehen wir mal rüber und überlegen nochmal so einen kleinen Schlachtplan, wie wir es machen. Hey. Kleine Extra-Würste hier. 45 Gesundheit, mega gut. Würde ich dann gegen den Honig eintauschen. So, wir brauchen aber normales Holz, wenn ich da drüben ein paar Kisten bauen möchte. Vielleicht 4 Kisten oder so.
Einfach mal so ein Stack Holz mitnehmen. Ich mal. So. Wir machen das jetzt einfach mal bei dem zweiten Portal, was wir da zuletzt gebaut hatten. Ich könnte natürlich bei jeder Krypta selber ein Portal bauen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache das jetzt einfach erstmal so. So, wenn ich jetzt hier ungeschützt einfach ein paar Kisten hinstelle, was soll schon passieren? Dann hätten wir die Krypten hier drüben. Vermutlich hätte ich das alles vielleicht eher hier oben bauen sollen, aber ich denke, letztendlich kommt es da auch nicht so drauf an. So, hier bei der Krypta 1, da gehen wir jetzt nochmal hin. Denn da... Warte mal, wie war denn das? Mittlere Maustaste? Genau. Ja, komm, ich nehme mal ein. Denn da hatte ich ja noch eine Sache übersehen. Das ist ein Drauger. Den würde ich gerne mal testen, was wir an Schaden jetzt aushalten. Oh ja, hier. Wo ist er? Da. Ja, anschleichen ist jetzt vorbei. Nicht so tief ins Wasser, wegen... Ja, war klar. Na gut, geht aber. Ha, aus der Drehung geblockt. Na, wie fühlt sich's an? Wer ist hier der Boss? Jetzt kommen so zwei Monstrositäten und killen mich. Mich noch an die letzte Sumpfland-Folge erinnern, an der so ein bisschen was schief lief, die mit den 5 Toten oder so. Und auch an die danach, wo ich dann nach 45 Minuten die Folge einfach abgebrochen habe. So, nochmal in Krypta 1 rein. So, wo war das? Jetzt muss ich nochmal gucken. Irgendwo war auf jeden Fall noch was Übersehenes. Wo genau das jetzt war, müssen wir nochmal schauen. Also hier nicht. Nee, das war's nicht. Aber irgendwo war was. Da nicht, da sind wir uns einig. Hier. Da. Aber dahinter geht es nicht weiter. Noch mal gucken. Ob noch mal ein bisschen Schlamm drin ist. Eisenschrott meine ich. Also einer kam raus, ja. Da ist auch nichts. Schlundegel-Trophäe hatte ich da reingepackt oder war da drin? Okay. Da ging es so oder so nicht weiter. Und hier drüben war aber dann auch nichts mehr, oder? Zeug, womöglich nur noch der eine Schlammhaufen. Ja. Okay, jetzt sollte es das aber gewesen sein, oder? Also wenn ich jetzt nochmal was übersehen habe, wahrscheinlich renne ich ein bisschen alle Ewigkeit immer wieder hier in diese Krypta rein und
und habe immer wieder was übersehen. Aber gut, ich denke, wenn dir jetzt doch noch was sein sollte, sagt's mir ruhig nochmal, aber ich denke, das war's jetzt, wobei ich das auch schon mal gedacht habe. So, gehen wir mal runter zu der anderen. Bisschen beeilen, hauptsächlich wegen unserer Gifttränke. Die halten zwar, also eine Stunde hätten wir jetzt, ne, insgesamt mit den 6 Gifttränken. Auch ein bisschen mehr, wenn ich mich halt einfach nicht vergiften lasse. Aber es geht schnell, ihr wisst, wie es ist. So. Da ist es. Ich dachte, von hinten der andere kam noch. Stock, dieses Gameplay ist unfassbar. So, wir räumen erstmal die Bude leer. Kommen natürlich noch Gegner. Jetzt können wir uns erstmal hier drum kümmern. Drei Stück. Wow, okay. Genau, 5 Eisenschrott bis jetzt. Ich hoffe ja immer, wir finden nur schnell eine Kiste, wo ich dann den Überschuss erstmal wieder reinpacken kann. Okay, da geht es jetzt eh nicht weiter. Ja, scheiß drauf, in die kleinen Ecken, die kleinen Ritzen, da versuche ich jetzt gar nicht erst reinzukommen. Gerade wenn es hier dunkel ist. Ich kann halt nicht Spitzhacke und. Na. Und Fackel gleichzeitig nehmen, das geht nicht. Bernsteinperle. Ja. Neun? Na ja, immerhin. Dürfen ja auch die ein oder anderen Kisten geben, wo vielleicht auch noch mal was drin ist. Okay, hier geht's weiter. So. Fünfzehn, okay, cool. Ja, vielleicht sind hier, wie gesagt, immer mal noch so kleine Sachen, aber dann sollen sie da bleiben. Da geht es aber nicht weiter.
So, jetzt haben wir ordentlich Gesundheit. Nehmen wir uns mal den hier vor. Ja. Genau, mit der Hand. Dann könnte ich schon fast zurück zum Portal laufen. Einmal die Sachen in die Kiste packen. Direkt nochmal durchs Portal. Um die Spitzhacke zu reparieren. Das wird natürlich Sinn ergeben, ne? Dann hier auch nochmal eine Schmiede zu bauen. Um dann die Spitzhacke hier auch reparieren zu können. Aber durchs Portal, das dauert auch nicht lange. Nehme ich dann die kurze Ladezeit in Kauf. Jetzt sind wir voll. Das ist immer schön, wenn die Fackeln hier sind. Die gefallen mir, da sehe ich auch deutlich mehr oder überhaupt was. Okay, und hier ist schon wieder Schicht im Schacht. Dann könnten wir eigentlich zurückgehen. Das Zeug abladen, durchs Portal reparieren und dann da hinten die anderen Gänge noch machen. Das machen wir auch. In den Norden, genau. Na komm, hast mich vorhin schon so angesehen, auch wenn es nicht die war, sondern die davon, glaube ich. Guck mal, unser Gifttrank ist aus. Wir könnten eigentlich auch noch mal doch ein Elite-Skelett, oder? Skelett 2. Was würde ich sagen? Eigentlich... Ich vergessen. Egal. Da wäre natürlich so ein Karren innerhalb des Sumpfes nicht verkehrt, ne? Dass ich dann nur vor die Krypta müsste. Das Zeug in den Karren, aber den Karren hier durchziehen, mache ich nicht, auf keinen Fall. Und vorher alles, ach ja, jetzt fällt das genau, das wollte ich gerade ansprechen. Da könnten wir die Sortlinge nochmal kloppen. Für die Sortlingkerne. Könnte ich jetzt gar nicht mitnehmen, oder? So, der hat mich jetzt vergiftet. Aber auch das macht insgesamt weniger Schaden. Durch die verbesserte Rüstung. Kohle? Ja, ne, mir ging es jetzt eher um Sortlingkern, aber stimmt. Auch dafür hätte ich jetzt keine Kapazität mehr frei. Hey! Okay, also auch Gift macht jetzt deutlich weniger Schaden. Können eigentlich auch nach Hause. Müssen wir sowieso wegen der Reparatur für die Spitzhacke. Und dann mal gucken, dass hier keiner hinterher trampelt. Hau ich das erstmal hier rein, den Rest können wir mit nach Hause nehmen und dort verstauen. Ich denke, so ist das ganz gut. Da müsste ich zwar für alle paar Erzbrocken immer wieder hin und her rennen, aber das musste man bisher auch. Genau, und den Sumpf planieren auf gar keinen Fall. Da habe ich ja noch weniger Bock drauf, als jedes Mal 10-mal hin und her zu rennen. Also eine Eisenhacke wäre nicht schlecht, ne? Das ist aktuell noch die Bronzespitzhacke. Die Eisenhacke hat ja dann nochmal Haltbarkeit irgendwie nochmal deutlich mehr. Und wenn wir die dann auch vielleicht mal upgraden können später, dann ist es noch mal besser. Einmal reparieren.
Also Wolfsfleisch ist schon echt geil, ne? Und ohne, dass man das weiter zu einem richtigen Gericht verarbeitet, bringt das schon eine ganze... Alter, erschreckt mich nicht so. Bringt das schon eine ganze Menge Gesundheit dazu. Ach Mist, die Perlen kommen ja woanders hin. Moment, machen wir noch fix. Und die Kohle auch. Dann gehen wir schlafen, dann gehen wir zurück und plündern wenigstens die eine Krypta noch zu Ende für heute. Und um die anderen können wir uns dann beim nächsten Mal kümmern. Hier war Zinn drin, ne? Ach ja, das müssten wir dann auch, wenn wir es denn brauchen. Zinnerz hätten wir noch. Das ist ja nicht ganz so häufig. Aber okay. Ich muss jetzt nochmal gucken, ich bin schon wieder blöd. Was brauchte ich? Ach ja, Eisennägel. Stimmt, es mangelte an Eisennägeln fürs Bett. Gut, dann gehen wir nochmal schlafen. Gemütlichkeit 12. Toll. Jo, passt. 19 Minuten. So, ab zurück und weiter plündern. Hui. Kommen denn noch Gerichte, die ich dann, oder mit denen ich das Wolfsfleisch besser weiterverarbeiten kann? So ist zwar auch sehr gut, aber trotzdem, vielleicht kann man da noch was Besseres später draus machen. Hey Skelett. Woran ist denn der jetzt gestorben? Am Feuer doch nicht etwa. Lass sie jetzt mal da. Ich würde schon gern noch ein paar von denen mitnehmen, aber da können wir vielleicht so mal eine Sortlingkernrunde drehen. Aber wir haben auch noch genügend. Wir haben doch auch noch so ein paar andere Krypten entdeckt bei uns da drüben auf der Insel. Gerade für weitere Portale brauchen wir die ja dann später, aber jetzt aktuell so zwingend notwendig haben wir das erstmal zumindest nicht. Aber Eisen schon. Ich sag mal, wenn wir alles geplündert haben, sollten wir wenigstens so mindestens 200 Eisen haben. Bin mal gespannt, was wir jetzt aus der noch so maximal rauslooten können. Das sind ja nicht alles, alle Krypten, da kommen ja noch deutlich mehr. So, da rechts waren wir. Lag hier noch was rum, was ich vorhin nicht mitnehmen konnte, weil ich schon voll war. Nee, aber da ist noch ein Brocken. Ah, da war einmal Eisenschrott drin. Cool. Dann nehmen wir uns erstmal den vor und dann gehen wir da durch die Mitte. Da vermutlich kommen dann nochmal Kisten. Und geht es vielleicht auch nochmal eine Ecke weiter, weil bisher ist die Krypta nicht so wahnsinnig ergiebig. Zu wissen, dass ich jetzt den Gifttrank nicht unbedingt brauche. Zur Not kann ich mir noch einen reinpfeifen. Da kommt er doch nicht mehr ran, oder? Nee. Gut, ist egal. 3 haben wir. Hier geht es auf jeden Fall weiter und ich denke, dahinter kommen vielleicht auch noch ein paar weitere Räume. So, wir hauen uns erstmal hier so eine Schneise durch und gucken mal, wer da auf uns lauert. Ich sag, ein Schleimling, ein Drauger. Mindestens. Da ist der Schleimling, das sind 2. So, mal gucken. Okay, das war gut. Sehr schön. Geht's auch nochmal in 3 Richtungen weiter.
Rechts. Bleiben bei rechts, das haben wir häufig gemacht. Wenn wir irgendwo neu waren, erstmal alles rechts abgelaufen. Ah, da geht's weiter. 12 Eisenschrott, ja gut. Inventar ist gleich wieder voll. Moment. Ich glaube, mehr als die gelben Pilze liegt da nicht rum. Vielleicht noch so eine kleine Perle oder so. Nö, nimm die gelben Pilze mit. Ja. Heute nicht. In der Tat schon fast am Bersten. Seht ihr das nicht? So, dann einmal ab durch die Mitte. Also bisher ist es relativ enttäuschend. Die Eisenschrottausbeute geht dafür, dass wir aktuell nur auf den Schrotthaufen rumhauen. Aber von den, also kistentechnisch ist es ganz erbärmlich. Wiegen denn eigentlich diese Knochen? Die könnte ich doch... Na gut, einer wiegt ein Gewicht. Ja, dann hoffe ich jetzt, dass hier noch weitergeht. Wenn nicht, dann wären wir meiner Meinung nach fertig. Und die war nicht so ergiebig. Können wir nur hoffen, dass es in den anderen mehr gibt. Kommt er doch wieder nicht hin. 287, 19 Eisenschrott. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter, da hinten ging's nicht weiter. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Bin schon gefragt, warum ich es überhaupt in den anderen Krypten da teilweise übersehen konnte, dass da noch so Schrotthaufen waren. Aber ich denke, dann war hier einfach nicht so viel, oder? Hier nochmal gucken. Hinten ging es nicht weiter, das sind Wurzeln, da ging es auch nicht weiter. Da ist eingestürzt, hier auch nicht. Da hinten war ja auch nichts. Nö. Dann war's das hier bei der oder für die. Ja gut, dann ist es so. Immer nach Norden. Mein Gott, ich weiß doch, wo ich hin muss, aber jedes Mal aufs Neue irritiert, dass ich wirklich nach Norden muss. War ich denn hier schon? Hier sind immer wieder, kommen hier Skelette. Hier ist auch eine Kiste, aber ich meine, die Kisten hätte ich alle schon mindestens ein, zweimal durchsucht. Ah, guck mal. Ein Drauger plus zwei. Ha! Ich hab gehört, dass er ausholt. Hab sicherheitshalber schon mal geblockt. Oha. Ey, dazu sage ich jetzt nichts. Du hättest nicht wegrennen sollen. Lass mich in Ruhe. Starke Leistung, ganz große Klasse, da freue ich mich richtig, dass das so gut funktioniert hat. Ich gehe mal ein bisschen was futtern, dann holen wir den Kram und bringen das zurück. So doof kann man da echt nicht sein, ey. Ich hätte es einfach lassen sollen, aber nö. Durch meine ausgeprägte Blödmanitis direkt wieder ein paar auf den Sack gekriegt. Ich jetzt schlafen gehen? Ne, der Tag ist erst angebrochen. Ne? Ich darf wahrscheinlich noch nicht pennen gehen. Ja, ist egal.
Da versuche ich jetzt so schnell an unser Zeug da ran zu sprinten, das mitzunehmen, dann wieder nach Hause. So, wo liegen wir denn? Da unten. Ich habe jetzt nichts mit, ne? Wir müssen jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Ich könnte den Elktier-Buff. Komm, den gönne ich mir jetzt mal. Nein. Unseren kleinen Forrest Gump-Buff. Alp Gump. Forrest Alp. Nein. Nicht so tief durchs Wasser. Da steht er. Schwein. Mit 2 HP oder so. Scheiße. Ich muss ihn mal kurz so ein bisschen weglocken, muss ich ihn. Danke. Ich kann mich noch nicht mit dem kloppen. Ich habe unsere Kleidung nicht an. Das dauert ein bisschen, bis er die anlegt. Deswegen gehe ich jetzt mal nicht in den Nahkampf. So, ein Pfeil noch. Das ist eine Scheißaktion. So, na, hat's doch alles sehr gut funktioniert. Die war natürlich leer, ja, war ja klar. Hatte ich gerade schon geschaut. Okay. Top. Geht doch. Gar kein Problem. Profi E-Sport Valheim-Spieler. Weil mich der Trauge jetzt genervt hat, kriegt ihr auch noch ein paar auf die Nuss. Immerhin scheint hier wirklich um unser Portal drumherum so ein bisschen Ruhe zu sein. Kann ich die blocken eigentlich? Ach so, ja, ohne. Das ist dumm, ey. Ohne Schild in der Hand wird das natürlich so gar nichts. Sind wir wieder vergiftet, aber es macht wirklich nur 2 Giftschaden pro Tick. Nicht wie vorher irgendwie 10 oder so gefühlt. Oder es waren vielleicht sogar 8, keine Ahnung. Vielleicht waren es auch nur 4. Kann auch sein, aber schon ein großer Unterschied. Irgendwann habe ich so viel Rüstung, da werde ich geheilt, wenn ich gehauen werde. So gut bin ich dann. So, Eisen hier rein. 38. Jetzt nicht so ergiebig, aber trotzdem würde schon mal für einige Upgrades für unsere Rüstung reichen. So, wir gehen nach Hause. Machen hier beim nächsten Mal weiter. Gehen dann zu Hause nochmal schlafen für einen Ausgeruht-Buff. Dann nehmen wir uns die nächste Krypta vor. Und Spitzhacke müssen wir so oder so wieder reparieren. So. Ding, 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 ding. So. Und der Blutsack. Und die hier noch. Fleischvorrat füllt sich auch nach und nach wieder auf. Ja, war doch im Großen und Ganzen eine recht erfolgreiche Geschichte. Und dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Gehen dann weiter ins Sumpfland. Wir haben noch ein paar Krypten zum Plündern. Ich würde schon wenigstens die 4 würde ich mir noch vornehmen. Könnten wir vielleicht sogar alle in der nächsten Folge schaffen. Je nachdem, wie es läuft und wie hoch der Todescounter ist. Aber die Strecken sind jetzt auch nicht so weit. Guck mal, die Krypta, bei der wir jetzt waren, ich markiere die mal weg, oder ich mache X die mal, da ist die hier hinten, die am weitesten, in Anführungsstrichen, die ist ja ungefähr gleich weit weg. Vielleicht 10 Meter, 50 Meter weiter, keine Ahnung. Aber sollte trotzdem passen. Knochenbands, du kriegst auch irgendwann ein paar von Bands, das sage ich dir. Gut, dann, wunderbar. Hat gut geklappt heute. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und den Leuchtturm habe ich nicht vergessen. Bis dahin, ciao.